Unglaublich. Das ist ja der Wahnsinn. Auf jedem Stockwerk ein eigenes Problem. Kein Bodenbelag ist wie der andere. Man hat genau gesehen, wie über zig Jahrzehnte verschiedene Materialien übereinander verarbeitet wurden. Auf dem ersten Blick schaut es immer so wild aus. Das machen wir alles neu. Wir müssen jetzt ein bisschen Vorarbeit leisten. Wir müssen die Basis analysieren. Wir müssen Stockwerk für Stockwerk uns anschauen und Raum für Raum und dann überlegen, wie wir das Ganze sanieren. Also das heißt eventuell, dass sogar jedes Stockwerk für sich oder sogar jeder einzelne Raum für sich eine eigene Behandlung bekommt. Das lässt dich so kalt? Du, was glaubst du? Das machen wir schon seit Jahrzehnten so. Ich habe dir mal ein paar Baustellen mitgebracht. Schau mal. Ein alter Steinholzestrich mit Spachtelmassenreste in Dessau. Das Ganze mit einer Maschinentechnik eingebracht. Hier mal vor dem Vergießen. Ah, und da sieht man die Spachtelreste. Genau. Und hier beim Vergießen der Ausgleichsmasse. Hier ein Untergrundausgleich eines alten Zementestriches in Berlin. Auch mit Maschinentechnik. Hier den Zementestrich und zwischendurch sind die Stahlträger eingezogen, grundiert. Hier mal eine fertig vorbereitete Fläche mit Randstreifen. Und hier eine geschliffene Fläche. Ah, und das ist kurz nach dem Gießen. Und das ist, wenn es schon ausgetrocknet genau ist. Genau so ist es, ja. Es ist doch unglaublich, wie gut das aussehen kann. Also eins, das habe ich gelernt. Also diese Ausgleichsmasse kann ich nicht einfach auf die Böden aufbringen, sondern ich muss sie vorher erstmal prüfen. Und das wird dann in der F20. Das findest du im Kapitel Sanierung Altunterböden. Ja. Ja, genau. Da habe ich es auch gefunden. Also zunächst muss ich die Böden prüfen. Und wenn ich sie dann geprüft habe, dann muss ich eventuell noch irgendwelche Vorbereitungen machen, zum Beispiel abschleifen und absaugen. Dann ausbessern und dann müssen natürlich die Ränder noch abgedichtet werden. Und dann muss es noch grundiert werden. Und das wird richtig gut hier beschrieben. Das hat mir total gut geholfen, weil es wird von Betonplatten über Zementestrich, Fliesenbeläge, Gussasphalt bis hin zu Steinböden, wird alles behandelt. Und da gibt es sogar Tipps, worauf geachtet werden soll und wie die Untergründe behandelt werden. Und welche Ausgleichsmasse eingesetzt werden darf. Und wenn man die F20 hat, dann ist das auch kein Hexenwerk mehr. Was natürlich hilft, ist unser abgestimmtes Produktprogramm. Kannst du mir mal die F42 rübergeben? Hier siehst du alle Untergründe, die Grundierungen, die eingesetzt werden dürfen, alles in handlicher, kompakter Form. Und das ist auch richtig praktisch für den Fachunternehmer bzw. den Planer. Der sieht dann einfach an den Untergründen, welches er von den Knaufprodukten einsetzen kann. Aber bei uns auf der Baustelle, da hatten wir einen alten Estrich mit Spachtelresten und Holzverbundplatten. Und darauf soll irgendwas halten? Warum denn nicht? Ich berate seit 20 Jahren solche Objekte mit solchen Untergründen. Ja, und wenn ihr mal keine Lösung findet? Wenn wir mal keine Lösung finden, was sehr selten ist, dann ist der Untergrund so schlecht, dass er eben ausgetauscht werden muss. Was ist jetzt eigentlich deine Aufgabe bei so einem Objekt? Meine Aufgabe ist, eben bei solchen Objekten den Untergrund zu analysieren und entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers über Aufbauhöhe und zeitlichen Ablauf die idealste und wirtschaftlichste Lösung zu finden. Okay, und das machst du als Gebietsleiter Süd? Richtig. Als Gebietsleiter Süd bin ich im Süden unterwegs. Genauso gibt es Kollegen in Norden und Westen. Das heißt, in ganz Deutschland sind eben Gebietsleiter unterwegs, die solche Objekte beraten können. Und wenn ich jetzt als Bauträger eine möglichst ökonomische Umsetzung der Bauarbeiten haben möchte, was empfehlt ihr dann? Ja gut, besonders ökonomisch und auch wirtschaftlich sind natürlich Bauvorhaben, die ich mit einer Silotechnik abwickeln kann, wo ich eben keine Säcke mehr hier reintragen muss. Und Silo hat auch noch den Vorteil, es ist diebstahlgesichert, es ist, hat eine ergonomische Arbeitsweise. Es ist keine Restmüllentsorgung da und natürlich ein Silo bietet eine Witterung. Von wem hast du das gelernt? Ich weiß alles. Natürlich von deinen Kollegen aus der Silotechnik. Der Hansi zum Beispiel. Ach, ich dachte schon, der Gerd hat dich gebrieft, aber du hast ja von den Profis gelernt. Ja, um Hansi. Lass uns gehen. Dann weißt du ja fast schon alles. Wir haben unsere Systeme aufeinander abgestimmt und haben eine gewisse Formel entwickelt, um den Aufbau besser darzustellen. Da bin ich jetzt aber mal richtig gespannt, weil auf dem Weg hierher habe ich 4 verschiedene Böden gezählt. Mit 4 verschiedenen Bodenbelägen und alle in unterschiedlichsten Zuständen der Abnutzung. Man ahnt es ja meistens schon, was auf einer Baustelle wie diese hier rein so erwartet. Aber um genau zu beurteilen, was wir denn machen,
muss oder kann, muss man sich so Untergrund einfach mal genauer anschauen. Also so wie hier, da sind dann die PVC-Platten schon weg. Und was sehen wir dann hier? Hier sehen wir einen alten Spanplattenboden mit Klebereste. Fließen ein bisschen runter, Klebereste werden abgeschliffen. Der Boden wird abgesaugt, grundiert und wird gespachtelt und ist verlegefertig für neue Belege. Der Gerd hat mir hier so eine Broschüre mitgegeben. Da kann man ganz gut nachlesen, was, wann und wo, wie gemacht werden muss. Ah, unsere F42. Schau mal, wir haben jetzt hier einen Holzfußboden. Ja, also wir sind beim Spachteln und der Holzfußboden, dann brauchen wir die N320 Flex. Richtig, oder alternativ die N410 Flex mit 10 mm maximaler Schichtdicke. Kennst du das System dahinter? Nein. Schau mal, hier auf der vorderen Seite wird es erklärt. Wir haben vor unseren Produkten immer dieses N stehen, N für Nivelliermasse. Dann die erste Zahl ist eine 3 für zementärgebundene Spachtelmassen oder eine 4 für calciumsulfatgebundene Spachtelmassen. Und die nächsten beiden Ziffern ergeben die maximale Schichtdicke. Also der N410 würde 10 mm dick sein. Richtig. Und der N320 20 mm. Richtig. Das ist ja super einfach. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Es gibt noch ein paar Zusatzbezeichnungen in unseren Spachtelmassen, wie zum Beispiel Form, Sprint, Flex oder Premium. Also Sprint weiß ich, das trocknet schnell. Richtig. Und die Bezeichnung Flex bedeutet, dass man hier speziell für Holzuntergründe eine Spachtelmasse hat, weil sie faserarmiert ist. Die Bezeichnung Form bedeutet, dass die Spachtelmasse formbar ist, also es ist eine standfeste Spachtelmasse. Und die Bezeichnung Premium ist die Bezeichnung für eine besonders leicht schleifbare Premium-Spachtelmasse. Das ist richtig spannend. Dann bin ich vor allem jetzt gespannt darauf, was du mir in den anderen Räumen noch zeigst. Gerne. Gut. Das ist jetzt ein alter Zementestrich, oder? Nein, das ist ein alter mineralischer Mischuntergrund. Wir haben hier Spachtelmassereste, Klebereste, Verunreinigungen. Und wie würdest du jetzt mit so einem Untergrund fortfahren? Ich müsste diesen Untergrund erstmal stark abschleifen, alle losen Schichten entfernen, grundieren mit Epoxidharz und dann mit unserem Knauf N320 Sprint ausspachteln. Wieder mal eine schnelle Lösung vom Knauf. Sag mal, bei der gesamten Grundfläche von diesem unteren Stockwerk, würde sich da nicht ein Silo lohnen? Hier würde sich auf jeden Fall ein Silo lohnen. Welcher Menge lohnt sich denn jetzt eigentlich so ein Silo? Ab ca. 5 Tonnen macht es Sinn. Du musst natürlich richtig planen und disponieren. Aber deine Frage, du hast doch was anderes hier in der Kopf. Ja, ich habe eher an so riesige Hallen gedacht, an Bürokomplexe mit 1000 Quadratmetern pro Etage. Hattet ihr sowas mal? Du, in München hatten wir eine schöne Baustelle. Nowe MK9. Das waren 5500 Quadratmeter. Da musste innerhalb von 11 Tagen die komplette Fläche so hergerichtet werden, dass sie zur Aufnahme des Bodenbelags geeignet ist. Das heißt, schleifen, saugen, grundieren, Randstreifen anbringen und dann ausnivellieren. Das Ganze von der Schichtstärke von 3 mm bis 15 mm. Das Ganze haben wir gemacht mit unseren N430 und die große Herausforderung über eine Distanz von 200 Meter. Du hast doch sicher Bilder davon, wie das später aussah. Hier siehst du die Stockwerke, die zu überwinden waren. Da ist so eine Fläche, die vergossen wird. Ja, genau so eine Halle hatte ich mir vorgestellt. Und hier eine Fläche, die schon teilweise gegossen ist. Und hier eine fertige Fläche. Ah, das ist ein Supermarkt. Der wurde umgebaut zum Fitnessstudio. Das ist ein alter Fliesenuntergrund. Und darauf sollte ein PVC-Belag verlegt werden. Der musste natürlich gespachtelt werden. Hier siehst du mal die vorbereiteten Fliesen. Und hier schon eine teilweise fertig gegossene Fläche. Also Fliesen hatten wir in Fürth auch. Na, hier ist es einfach. Was siehst du hier? Eine alte Gaststätte. Und da gab es sicher Kartoffelsuppe mit Würstchen. Oh, hör auf, ich bekomme Hunger. Hier auf dem Boden. Betonwerkstein. Warte mal. Du hier schauen bei den Fliesen oder nicht saugende Untergründen? Nicht saugende Untergründe.
Dann ist es wieder der N320 Flex. Gute Wahl. Oder bei höheren Schichtdicken alternativ den N340 oder N340 Sprint. Voraussetzung hierfür ist, dass die Fliesen festliegen. Sie müssen frei sein von Fett und Reinigungsmitteln und sie müssen grundiert werden mit dem Knauf-Spezialhaftgrund. Danach kannst du die Spachtelmasse aufbringen. Ist dir auch so kalt wie mir? Ja. Hättest du nicht Lust auf eine heiße Kartoffelsuppe mit Würstchen? Aber nicht hier, oder? Nein. Da vorne ist ein toller Imbiss, lass uns da hingehen. Okay, gut. Bisher hatten wir nur die Altuntergründe gesehen, aber manchmal muss man ja auch die neuen Untergründe spachteln. Und deshalb habe ich dich auch nach Bad Rabenau geschickt. Sag mal, Armin, der Boden sieht doch ganz prima aus. Da brauchen wir doch eigentlich keine Ausgleichsmasse. Denkst du? Wieso? Hier wird ein ganz dünner Designbelag verlegt. Der verlangt einen ganz glatten, ebenen Untergrund. Ja, aber das ist doch alles ganz glatt. Nein, schau mal, der Estrich ist sehr rau, sehr uneben. Deswegen muss hier die ganze Fläche komplett überspachtelt werden. Und was meinst du, welche Spachtelmasse wir ausgewählt haben? Also, ich würde bei Zement-Estrich den N330 Premium nehmen, weil das ist eine Premium-Ausgleichsmasse, die sich gut schleifen lässt. Kann man, aber wie du siehst, wir können hier alle unsere Spachtelmassen auf dem Estrich einsetzen. Wir haben uns bewusst aber für den N430 entschieden. Und was meinst du wohl, warum? Ich habe keine Ahnung. Weil diese Spachtelmasse im Silo lieferbar ist. Ach, und deswegen steht auch vor der Baustelle das Silo. Richtig. Ja, aber was habt ihr denn jetzt hier noch vorbereiten müssen? Hier mussten vier Dinge getan werden. Zum einen, der Estrich musste abgeschliffen werden, musste abgesaugt werden, grundiert und die Randstreifen mussten ergänzt werden. Aber jetzt schauen wir mal, die Jungs unten sind soweit, wir sollten mal runtergehen. Guck mal hier, die ganzen Randstreifen, alle zu tief abgeschnitten, das muss alles nachgebessert werden. Ach, Efraim, hallo. Hallo, Armin, wen hast du da mitgebracht? Das ist der Flo. Hallo. Und du bist der Fachunternehmer? Ja. Wie lange bist du eigentlich schon in dem Estrich und Bodengewerk? Estrich und Bodengewerk. Seit 20 Jahren bin der Geschäftsführer der Dual Industries. Wir haben schon über 1 Million Quadratmeter an Estrichen und Ausgleichsmassen eingebaut, auch mit der Firma Knauf schon. Genau, mein Mann. Ich habe da jetzt noch eine blöde Frage. Ihr arbeitet schon mit Silo, oder? Natürlich arbeiten wir mit Silos. Ich muss jetzt los. Da ist jetzt unsere Spachtelmasse drin. Ja, aber Silotechnik ist doch nichts Besonderes. Ist schon was Besonderes. Knauf ist einer der wenigen Hersteller, die ihre Spachtelmasse deutschlandweit im Silo mit entsprechender Maschinentechnik liefert. Ja, aber du kannst mir darüber nichts mehr erzählen. Da bin ich Profi, da haben sie mir alles erklärt. Was du kennst, ist die Ferre 100. Das ist jetzt die Ferre 50. Und was ist der Unterschied? Die Ferre 50 hat die halbe Leistung von der Ferre 100. Denn mit der Ferre 100 würdest du bei 3 mm Schichtdicke da drinnen in Spachtelmasse ersaufen. Also der Vorteil von der Ferro 50 ist die bessere Dosierbarkeit. Die kleinere Leistung. Selbst mit 50 Liter pro Minute machst du hier 1000 Quadratmeter bei 3 mm in einer Stunde. Aber ich mache da auch den Pizzatest. Da müssen wir auch diesen Fließmasttest machen. Die sind jetzt soweit, wir können gerne reingehen. Okay, machen wir. So, jetzt bist du dran, du Vollprofi. Was muss ich jetzt tun? Die Dose mit einer Hand gut festhalten, die Spachtelmasse einfüllen, schön bis Oberkante Dose, das sind dann 1,3 Liter. Jetzt die Dose schön gerade hochziehen und austropfen lassen. Wie du siehst, der Kuchen breitet sich jetzt aus, das dauert 2 Minuten. So, jetzt haben wir 2 Minuten gewartet. Jetzt messen wir den Durchmesser. Der ist idealerweise bei 66 cm. Wird von beiden Seiten gemessen. Wunderbar, passt. Und dann habe ich gesehen, wie in der Praxis Spachtelmasse verarbeitet wird.
Das Ausgießen ging eigentlich genauso schnell wie beim Fließestrich. Naja, genau genommen ging es eigentlich noch viel schneller. Das Ergebnis war eine hauchdünne Schicht, die perfekt für alle Bodenbeläge ist. Drei Dinge, warum du mit Knauf-Ausgleichsmassen immer richtig liegst. Du hast die richtige Grundierung, die passende Ausgleichsmasse für alle Altuntergründe, die du in der Sanierung vorfindest. Und drittens, ihr verkauft 5 von euren 10 Produkten im Silo. Und das in einer Top-Qualität. Damit die Top-Qualität auch auf der Baustelle ankommt, du kennst sie ja. Ja klar, das ist die Fließmaßdose. Konsistenzprüfdose. Das ist ein Stahlzylinder, der fasst genau 1,3 Liter Frischmörtel und der gibt dir genau die Qualität des Mörtels vor. Und weil das mit dem Fließmaß so einfach ist, stimmt am Ende auch zu 100% die Qualität. 100% Bodenkompetenz. Du erinnerst dich, wie schnell du die Dose hochziehen musst? Ja klar, und unten kommt dann die Pizza raus. Dann zieh mal hoch. Und die ist für dich. Wir haben dieses Jahr noch einiges geplant, damit du auch durchhältst.